und herzlich willkommen zum Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Hier sind eure Hosts Konstantin Zander und natürlich Oliver Sparing. Herzlich willkommen zur Börsenschule, dem Trading-Podcast der Sparing Investment Academy. Wie ihr seht, wir sind hier heute mal in ganz unbekannter Location. Wir sind nämlich in Berlin, im fernen Osten des Landes. Und zwar sind wir hier bei Elopage. Das ist unser Partnerunternehmen hier in Berlin. Im Prinzip unsere Plattform, über die wir unsere Kurse anbieten, über unsere Kurse vertreiben. Also quasi unser wichtigster Geschäftspartner, den wir überhaupt haben. Yes. Und neben mir sitzt der liebe Tolga. Tolga, magst du dich vielleicht kurz einmal vorstellen? Wer bist Hi. Du? Was machst du? Also schön, dass ihr bei uns seid, um mich zu interviewen. Finde ich interessant. Normalerweise läuft das auch andersrum. Super, weil an oder? Diesem Tisch mache ich dann auch andere Interviews. Also ich bin der Tolga. Ich bin einer der Gründer von Elopage. Bin verantwortlich für alle Themen rund um Wachstum. Das heißt Marketing, Sales, Geschäftsentwicklung und Teile des Produktes. Ja, und wir haben eine Menge zu tun. Dank auch euch, dass ihr da Vollgas gebt und wir dann natürlich das Privileg haben, die Plattform für euch weiterentwickeln zu dürfen. Erzähl mal, wer sind eigentlich eure Kunden? Was machen die? Unsere Kunden sind hauptsächlich Unternehmer, die digitale Produkte anbieten. Was bedeutet das? Es sind eigentlich jene Personen, Organisationen, Unternehmen, Selbstständige, und da kann man jetzt nochmal in den Split reingehen, Solopreneure, Influencer, Creator oder auch Agenturen. All diejenigen, die irgendwelche Produkte anbieten möchten im digitalen Bereich, die sie auch digital ausliefern können. Bedeutet, unsere Plattform ist eine End-to-End-Plattform, womit hauptsächlich Wissen in Form von Kursen, Webinaren, Downloads, Zoom-Sessions zum Beispiel verkauft werden können. Also breit gefächerte Plattform, über die eine ganze Menge möglich ist. Richtig, richtig. Und deswegen auch eine sehr breite Kundschaft. Aber im Kern sind es auch viele Trainer, Coaches, Influencer. Also das ist schon unser Sweet Spot. Okay. Jetzt sage ich mal, wir wollten ja heute so ein bisschen über das Thema digitale Nomaden und gerade für unsere Kunden interessant, das Thema Trading-Nomaden, also dieser Grundgedanke, von überall auf der Welt aus arbeiten zu können, der ist ja ein sehr attraktiver. Jetzt, wenn ich mir jetzt für mich persönlich spreche, ich habe in meinem Leben schon jetzt das dritte Unternehmen aufgebaut und ich weiß, was das als Unternehmer bedeutet. Das braucht eine ganze Menge Konzentration, Hinarbeit, Ehrgeiz, Leistung. Viele haben ja immer so den Gedanken, jo, ich gründe jetzt ein Online-Business, dann lege ich mich mit meinem Laptop an den Strand, packe den mir auf den Bauch und dann arbeite ich. Wie ist so deine Meinung dazu? Ist so ein Gedanke überhaupt realistisch oder welche Erfahrungen hast du bzw. welche Erfahrungen haben eure Kunden da so gemacht in diesem Bereich, dieses Arbeiten von überall aus? Das ist eine super Frage. Und ich glaube, die wird auch noch jenseits von Elopage super stark diskutiert werden. Ist man wirklich produktiv, wenn man unterwegs ist? Das Erste ist ja erstmal, ich bin Angestellter und arbeite remote und überall. Das ist schon ein Riesenthema und das wird aktuell ganz groß diskutiert. Es gibt Firmen wie jetzt Tesla oder wie Google oder Apple, die jetzt natürlich die ganzen Angestellten wieder nach Hause bzw. ins Office rufen. Da kann man schon eine Herleitung zur Produktivität, zur Accountability, Kontrolle machen und sich überlegen, okay, ist das wirklich produktiv? Aber wir sind ja im unternehmerischen Kreis und deswegen denke ich, dass das in unserem Fall etwas anders sein kann. Denn zunächst einmal, auch wenn ich international reise oder ich bin nur mit meinem Laptop unterwegs, wenn das meine einzige Einnahmequelle ist und ich intrinsisch motiviert bin mit meinem digitalen Geschäftsmodell, ob es jetzt Trading ist, ob es Kurse verkaufen sind oder was auch immer, Geld zu verdienen, um A, über die Runden zu kommen, B, um mir einen Lifestyle zu finanzieren, damit ich auch entsprechend, weiter reisen kann und ortsunabhängig arbeiten kann. Wenn ich intrinsisch motiviert bin, dann denke ich, dass da auch ein bisschen mehr Drive dabei ist. Ja. Ist das aber allerdings so, dass ich nur Spaß habe, reise und auf Instagram wird wahrscheinlich viel angezeigt im Sinne von, hey, der ist in Dubai, hey, der ist jetzt in Thailand unterwegs oder auch gerne mal irgendwo in Mexiko auf Reise und das sieht alles so stylisch aus. Das glaube ich wiederum auch nicht. Also ich denke schon, dass sehr viel im Dunkeln passiert oder offline passiert, was überhaupt
diese Show oder diesen Lebensstil nach außen darstellen lässt. Und ist es möglich? Es ist möglich. Muss man aber dann auch als Einzelperson oder als kleines Team, und das sehe ich bei tausenden erfolgreichen Anbietern, die auch bei uns wirklich weltweit unterwegs sind, trotzdem unternehmerisch denken, trotzdem dafür sorgen, dass ich ein Produkt habe, was ich sorgfältig baue, dass ich damit an den Markt gehe, dass ich einen Kunden bediene, dass ich dann auch meinen Backoffice manage, eigentlich die komplette Wertschöpfungskette von Anfang bis Ende trotzdem aufrechtzuerhalten. Mhm. Und man darf nicht unterschätzen, dass man trotzdem eigentlich ein Mini-Unternehmen ist, unabhängig jetzt von den Umsätzen. Und das unterschätzen die meisten und dann merken die so, ich muss jetzt doch noch ein bisschen mehr arbeiten, als jetzt hier wieder kitesurfen zu können oder auf die nächste Party gehen zu können. Mhm. Und irgendwann konsolidiert sich das und relativiert sich, was dann Zeit, Arbeit und Freizeit und Lifestyle angeht. Ja, würde ich dir, unterschreibe ich zu 100%. Also wenn mich das jemand fragt, wie da mein Alltag so in der Realität aussieht, dann sage ich auch natürlich theoretisch, ich habe meinen Laptop, ich habe einen mobilen Monitor, den ich überall mit hinnehmen kann. Theoretisch kann ich von überall aus der Welt aus arbeiten. Aber letzten Endes suche ich mir dann doch immer irgendwo meinen stillen Raum, mein konzentriertes Büro, wo ich irgendwo meinen Raum für mich habe, wo ich halt die nötige Konzentration aufbringen kann. Und ich persönlich kenne auch keinen professionellen Trader, der da irgendwo mit dem Laptop in der Hängematte liegt, sondern du brauchst halt immer deine ein, zwei Monitore, du brauchst deine geschlossene Umgebung und du brauchst einfach ein bisschen Ich habe Fokus. Ich habe mit dem Gründer von Rappi mal gesprochen. Das ist eine Super-App aus Lateinamerika. Kennst du den Term Super-App? Nee, gar nicht. Kennst du WeChat aus China? Nein. WeChat aus China ist eigentlich eine App, in der, oder auch Rappi, das sind jeweils Apps, in der sozusagen alle Apps zum täglichen Leben beinhaltet sind. Also, du kannst dein Essen über eine App geliefert bekommen, du kannst dein Taxi bestellen, du kannst shoppen, du schreibst Nachrichten, du schaust Filme. Quasi alles, was wir in vielen unterschiedlichen Apps hier haben, hast du in einer sogenannten Super-App. Und ich habe dann irgendwann überlegt, hey, warum war das überhaupt möglich? Das ist eine weitere Herholung, aber es ist wichtig. Da hat der Rappi-Gründer mir erzählt, naja, in Brasilien zum Beispiel oder auch in den südamerikanischen Staaten, wie auch in China, hatten die Leute eben keine 256 Gigabyte Speicherplatz direkt auf dem Gerät, sondern fingen eben mit vielleicht einem Gigabyte oder 4 Gigabyte an. Und dann kannst du eben nicht 20 Apps herunterladen, sondern hast eine App. Limitierte Internetgeschwindigkeit, wenig Speicherplatz, weniger Möglichkeiten. Und wenn man jetzt diesen technologischen Fortschritt in manchen Ländern betrachtet, ich meine Bulgarien, Estland, solche Länder sind natürlich sehr, sehr weit fortgeschritten. Mhm. Aber wenn wir jetzt reisen und unterwegs sind, dann müssen wir auch davon ausgehen, dass nicht überall die Internetverbindung perfekt ist, dass ich nicht überall die perfekten Devices habe, dass es nicht überall immer super geiler Top-Stromverbindungen sind und so weiter und so fort. Und ich glaube, also zumindest in den Filmen sehe ich dann immer die ganzen Trader mit ihren 5 Screens. Ich weiß nicht, ob das auch wirklich notwendig ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass allein das Thema Hardware, Strom und Internet auch Limitations mit sich bringen kann. Total. Also traden auf den Malediven, super schöner Gedanke, finde ich klasse. Aber da ist dann doch einfach mal, ich meine, selbst wir in Deutschland sind ja hier internettechnisch nicht ganz vorne mit dabei. Aber da sieht es dann natürlich nochmal ganz anders aus. Und wenn ihr dann da in irgendeinem Hotel sitzt und da kommen dann nur ein paar Megabyte durch die Leitung, dann wird das schwierig mit dem Traden und dann wird das generell auch schwierig mit dem Remote-Arbeiten. Das ist ganz einfach so. Und das ist eine auf der anderen Seite aber, jetzt zu ein paar Pros. Wenn ich unterwegs bin, ich meine, ich bin ja kein Trader, aber es geht ja mehr so um das Mindset, dann habe ich die besten Ideen. Wenn das Gehirn ganz viele neue Eindrücke bekommt und man die quasi optisch aufnimmt, dann denkt man immer wieder anders auch über das, was man selber tut. Also meine produktivste Zeit ist eigentlich die ich im Urlaub bin. Also ich sollte definitiv deutlich öfter Urlaub machen, weil wenn ich dann zurück ins Office komme, zurück nach Berlin komme, habe ich ganz andere Ideen. Man filtert sehr viel aus. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, ein kontinuierlicher Ortswechsel, vielleicht jetzt nicht jeden Tag oder alle 3 Tage oder einmal die Woche irgendwo anders hin, sondern einmal im Monat oder einmal in 2 Monaten, kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass man ganz andere Eindrücke mitnimmt und dass das Gehirn ganz einfach anders prozessiert. Weil das ist das, was ich zumindest für mich erfahren habe. Ja, ja.
Also wenn ich mir jetzt mal hier euren Workspace so angucke, ihr habt das ja hier wunderschön alles ausgebaut. Ihr habt verschiedene Ecken, wo man sich hinsetzen kann, verschiedene Couches, wo man sich irgendwie hinsetzen kann, gemütlich sitzen kann. Und ich habe für mich auch diese Erfahrung gemacht. Vielleicht ist das auch mein persönlicher Tick, aber ich kann nicht lange am selben Ort arbeiten. Da fällt mir die Decke auf den Kopf. Und ich habe das schon immer so gemacht, egal in welchem Unternehmen. Ich finde die Idee von Coworking Spaces super. Ich buche mich dann manchmal einfach irgendwo beliebig in der Stadt ein und setze mich dahin, einfach um eine andere Umgebung zu haben, um andere Eindrücke zu bekommen, wie du schon sagst. Das hilft definitiv. Jetzt sind unsere Kunden ja hauptsächlich Trader und Börseninteressierte. Ich kenne tatsächlich wenige professionelle Berufstrader, die tatsächlich nur vom Traden leben. Die gibt es natürlich, das ist auch alles möglich, selbstverständlich. Aber die meisten Profi-Trader, die ich kenne, die haben noch in irgendeiner Form ein Business nebenbei. Sei es jetzt Programmieren, sei es jetzt sonst was, wenn ich jetzt mal für uns spreche. Wir haben eine Börsenschule nebenbei, macht mir großen Spaß, ist ein super Ausgleich zum Trading-Alltag. Ich denke aber, dass für viele unserer Kunden tatsächlich so ein Online-Business, ein Online-Shop auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Alternative ist. Hast du grundsätzlich, du sitzt ja jetzt an der Quelle, hast du grundsätzlich Anregungen oder Ideen, in welche Richtung man da heutzutage noch denken kann? Was lohnt sich? Was sind so Dinge, die bei euren Kunden funktionieren? Ja, jetzt fragst du natürlich nach dem Elo-Page-Hack. Also, ich will jetzt nicht von einer bestimmten Branche sprechen. Mhm. Natürlich in der Krisenzeit, wie investiere ich mein Geld? Wie lege ich vernünftig an? Wie sichere ich jetzt meine Assets? All diese Themen, die gehen gerade richtig gut, weil die Menschen, auch me included, sich überlegen, okay, wie, wo, was, wann, ganz konkret. Aber ich denke, man sollte den Ansatz ein bisschen ändern. Welche Probleme kann ich lösen? Mhm. Also wieder ganz unternehmerisch gedacht. Gibt es eine Zielgruppe für mich, die eben diese Problemlösung auch wertschätzt und Geld dafür bezahlen würde? Dann ist diese Zielgruppe nämlich ein Markt geworden. Und kann ich überhaupt mit meinen Assets, mit meinem Wissen, mit meinen Möglichkeiten dieses Problem lösen anhand eines Produktes, eines Angebots sozusagen? Mhm. Und kann ich das überhaupt auf den Markt bringen? So, was habe ich jetzt erzählt? Ich habe jetzt eigentlich erzählt, du nimmst ein Produkt, du entwickelst es und du schmeißt es mal auf den Markt und schaust es dir an. Und ich glaube, viel, viel wichtiger als jetzt irgendwas ganz Spezifisches lange herauszusuchen und zu recherchieren oder irgendwie eine Information, diese eine goldene Information zu finden, ist eigentlich die Idee oder der Wille, im Spiel drin zu sein. Mhm. Ihr habt jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ihr offen mit euren Umsätzen umgeht, aber ihr hattet deutlich geringere Erwartungen, was eure eigenen Umsätze anging. Und dann seid ihr einfach mal losgestartet, ohne jetzt alles in Perfektion sterben zu lassen. Und plötzlich merkt ihr, oh, das kommt ja ziemlich gut an und entwickelt den Drive weiterzumachen. Und plötzlich habt ihr auch mehr Umsatz als ursprünglich geplant. Und ich glaube, die Idee, und das sehe ich bei allen erfolgreichen Elo-Pagern, ganz egal, ob sie monatlich 10.000 machen oder 1 Million, die Idee, immer wieder Produkte zu launchen, immer wieder Märkte anzutesten, Nebenmärkte zu testen, zu gucken, ob ich zum Beispiel ein B2C-Programm auch in den B2B-Kontext nehmen kann. Mhm. Vielleicht habt ihr gerade sehr viele private Leute, die euch, also an eurem Produkt auch interessiert sind, aber vielleicht kommen irgendwann Firmen auf euch zu und sagen, hey, wir haben hier 20 Trader sitzen und vielleicht könnt ihr denen auch etwas beibringen. Mhm. Und ich glaube, besonders wenn ich den Move von Konsumprodukten zu Investitionsprodukten machen kann. Was bedeutet das? Also, wenn ich jetzt zum Beispiel von dir lerne, wie ich Kekse backe, ist es toll. Aber wenn du noch mir beibringst, on top, wie ich Kekse backe und diese dann erfolgreich verkaufe, vermarkte, dann ist es eine Investition für mich. Mhm. Denn ich werde einen Return on Invest haben auf Basis deines Wissens. Und ich glaube, dieser Move, Konsumentenwissen in den B2B-Kontext und in den Investitionskontext, losgelöst von es kostet dich, sondern du investierst so viel Geld, rüberzubringen, das ist so der Game Changer. Und jeder, der das schafft, kann ich schon verraten, macht pro Verkauf 3-mal so viel Umsatz. Mhm. Das heißt, wenn Konsumentenkurse 100 Euro kosten, kosten Kurse mit Investitionsgehalt, Effizienzgehalt und so weiter und so fort 300 Euro, 400 Euro. Meditation. Du kannst jetzt sagen, hey, beruhige dich
und meditiere und sei glücklich in deinem Privatleben. Du kannst aber auch sagen, hey, das sind die Meditationstrainings oder Kurse, um dich in deinem Berufsleben oder in einer Managementposition besser zu machen, dich darauf vorzubereiten, dass du deutlich besser performst. Dann ist doch die Message ganz anders und der Kaufdrang ist ganz anders. Und das ist, was ich flächendeckend über Elopage entdecken kann. Super spannende Antwort, danke. Was mich jetzt natürlich noch interessiert, wenn ich mal eine persönliche Frage stellen darf, du bist ein erfolgreicher Unternehmer hier in Berlin, du hast ein Unternehmen wirklich groß aufgebaut. Deine Mitarbeiterin, die hier für uns zuständig ist sozusagen, sehr, sehr sympathisch übrigens, die hat uns gerade erzählt, vor wenigen Jahren habt ihr hier ganz klein gestartet und sind ja seit jetzt ein Unternehmen mit weit über 100 Mitarbeitern. Du bist ein erfolgreicher Unternehmer. Hast du denn noch irgendwie Zeit oder Ambition, irgendetwas nebenbei zu machen, neben Elopage? Bist du an der Börse tätig? Mal ganz spontan. Was heißt an der Börse tätig? An der Börse tätig, nicht jetzt unbedingt als aktiver Trader, aber interessierst du dich für das Thema oder ist das, investierst du an der Börse, ohne jetzt verraten zu müssen, was? Doch, ich bin da immer super offen. Also Nummer eins, ich habe vorher auch Produkte verkauft oder Umsätze generiert. Das ist jetzt mein 7. Unternehmen. Okay. Und vorher habe ich auch eine IT-Agentur gehabt oder eine Modefirma, eine Suchmaschine, Gutscheinplattformen, alles. Also so, ich habe eigentlich nur digital gearbeitet. Und ich muss sagen, irgendwie hatte meine Arbeit, bevor ich auch parallel ein Asset-Investor wurde, gar keinen Sinn, gar keinen finanziellen Sinn. Denn du machst Umsatz, dann erzeugst du Gewinne und dann hast du Geld zum Ausgeben. Das ist dann so dein Disposable Income. Ja. Aber irgendwie hatte das Geld, vielleicht ist das jetzt auch vielleicht ein bisschen zu esoterisch hier, ich weiß es nicht, das Geld hatte irgendwie keine gute Energie. Oder ich war einfach 25 und ich wusste nicht, wie ich mit Geld umgehen konnte. Ja. Eins von den beiden. Vielleicht auch beides. Und als ich dann gelernt habe, dass ich das Geld investieren kann und dass jeder Euro sich auch ohne mein zusätzliches Zutun vermehren kann, hat das, glaube ich, auch so ein bisschen diese Energie umgewandelt. Mhm. Irgendwie lief es dann auch besser. Mhm. Nachdem, und ich stelle mir das heute so vor, nachdem die sagt man überhaupt Euros? Euronen. Euros oder Euronen, ich weiß nicht, was man da sagt. Nachdem sie wussten, dass sie bei mir gut ankommen und auf andere Freunde treffen, habe ich irgendwie mehr Glück gehabt bei allem. Also habe ich dann angefangen, in ETFs zu investieren. Ich habe zwar mit Wirecard richtig viel Pech gehabt, aber ich gucke schon, dass heute ich auch deutlich stärker als Investor auftrete und jetzt nicht mehr so konsumgetrieben bin. Das war ich früher mal. Und mittlerweile sieht das Ganze besser aus und tut mir auch gut, wenn ich weiß, okay, an den Aktien tut sich was, die ETFs entwickeln sich, bei den Immobilien hat man was gemacht, Kryptos, auch ein bisschen Gold, also gut diversifiziert. Super. Dass ich einfach weiß, jeder Euro, den ich investiere, wird sich nochmal vermehren oder beschützt mich dann vor eher schlechteren Zeiten. Ja. Und das gibt mir psychologisch einfach nur einen super geilen Drive, muss ich sagen. Ja. Der Mann weiß, wovon er spricht. Also es ist ganz spannend, dass du das so sagst. Gerade auch das Thema, du warst Mitte 20 und du warst vielleicht zu jung. Wenn ich jetzt mal für Mani und mich spreche, bei uns war es ganz, ganz ähnlich. Wir haben, keine Ahnung, vor 13, 14 Jahren unser erstes Unternehmen gegründet. Musikagentur ist sehr schnell, sehr groß geworden, gewachsen. Wir haben plötzlich mehr Geld verdient, als wir überhaupt irgendwie, also wir konnten einfach damit noch nicht umgehen. So, wir waren vom Kopf her noch nicht so weit, mit diese Summen irgendwie vernünftig einsetzen zu können. Wir haben sehr gut gelebt. Wir haben uns das auch sehr gut gehen lassen, aber genau wie du gesagt hast, wir haben halt das meiste irgendwie für Konsumgüter ausgegeben und so. Und es ist, wir haben auch viel immer wieder in unsere Firma investiert, vielleicht auch zu viel unterm Strich, aber man wächst da ja auch irgendwo mit seinen Aufgaben, selbstverständlich irgendwie. Und, aber erst in dem Moment, wo ich dann wirklich zur Börse gekommen bin, angefangen habe, mich mit dem ganzen Thema investieren, spekulieren, dann später natürlich auch zu beschäftigen, ist das Geld wirklich angekommen und ist dann auch nachhaltig mehr geworden. Also was ist eigentlich deine Lieblingsserie? Schaust du diese ganzen Investoren- und Hedgefonds-Manager-Serien an, so wie Billions oder sowas? Nee, tatsächlich gar nicht. Wir gucken eigentlich gar nicht so viel Fernsehen und wenn dann irgendwelche Superhelden. Das war
Es ist wirklich lustig, wenn ich mir dann diese Serien anschaue, wie die dann zum Beispiel, also ich bin jetzt auch kein Serienjunkie, um Gottes Willen, ab und zu einmal im halben Jahr habe ich dann irgendwie so eine Serie, die mir dann gefällt und dann schalte ich damit ab. Es ist natürlich einfach ein, vielleicht ist die Vorstellung des Tradens ein bisschen anders als das, was man dann, naja, in Fact wirklich tut. Ich meine, wie sieht dein Alltag aus, wenn du tradest? Ich habe vormittags meine aktive Trading-Session. Ich trade an 3-4 Tagen die Woche, mehr nicht. Und sitze dann auch nicht länger als 3-4 Stunden an den Märkten. Dann platzt mir der Kopf. So, dann muss ich aufhören. An den Nachmittagen kümmere ich mich komplett um die Trading-Schule. Es gibt Leute, wir haben jetzt zum Beispiel, habe ich glaube ich schon mal erzählt, wir haben jetzt einen Schüler dabei, der hat sich irgendwie nachts um 2 den Wecker gestellt. Und der gute Mann, der ist Ende 50, der hat sich nachts um 2 den Wecker gestellt und hat dann 16 Stunden durchgetradet. Könnte ich nicht. Okay. Da hätte ich überhaupt nicht die Konzentration für. Aber da muss jeder sich selber, glaube ich, kennenlernen. Nee, überhaupt muss sich auch gerade in Bezug auf Börsenhandel, egal ob jetzt im Bereich des Investierens oder des aktiven Tradens, muss sich wirklich jeder als Persönlichkeit kennenlernen, wissen, was liegt mir, was ist mein Stil, womit fühle ich mich wohl. Was sind meine Zeiten, in denen ich mich wirklich, in denen ich mich wirklich konzentriert an den Rechner setzen kann und dann auch keinen Quatsch mache? Also ich schaue meine ETFs immer so ab 14, 15 Uhr an über eine App. Ich weiß nicht, ob ich den Namen nennen kann. Das ist hellblau-weiß. Jetzt weiß es jeder. Ist völlig okay. Und weil da auch die ganzen Amerikaner dann anfangen zu traden, weil die sind irgendwie 6 Stunden zurück. Und dann weiß ich ungefähr, okay, soll ich jetzt ein bisschen nachkaufen? Geht es gerade runter oder soll ich hoch? Aber das ist auch alles, was ich an Trading mache. Ja, für mehr habe ich auch keine Zeit. Und ich habe auch sehr viel Respekt davor. Ich glaube, das unterschätzen viele Leute. Das ist ja ein zentrales Thema unseres Podcasts. Wirklich denjenigen, die zu wenig Respekt haben, wirklich zu zeigen, Leute, Trading ist kein einfaches Geld. Und es ist vor allem kein schnelles Geld. Das ist ein Beruf wie jeder andere auch. Den muss man erstmal erlernen. Da kommt man nicht drum rum. Ich meine, du hast ja deine Fragen, aber ich habe jetzt eine Frage. Erzähl. Der Charlie Magna, das ist jemand, der bei Berkshire Capital quasi arbeitet, Best Friend of Warren Buffett. Richtig. Er sagt zum Beispiel, wenn, also ich kenne es auf Englisch, aber auf Deutsch übersetzt, auf einem steigenden Teich denken alle Enten, dass sie erfolgreich sind und freuen sich. Ja. Und sie merken nicht, dass nicht sie es sind, sondern einfach nur, weil einfach der Pegel quasi steigt. Und wenn es dann runtergeht, dann sieht man halt die nackte Realität. Ja. Wie siehst du das aktuell? Ich meine, das interessiert mich wirklich. Mhm. Wie ist so die Marktlage? Denn die ganzen Bitcoin-Kenner und Krypto-Kenner zum Beispiel in dem Bereich, aber auch bei den Aktien, sind ja jetzt erstmal eher leise und nicht jeder gewinnt. Und das ist völlig normal. Und gerade wenn die Märkte dann mal 10-20% korrigieren, dann ist natürlich überall in den Medien das Geschrei groß und die Welt geht unter und die Wirtschaft wird sich nie wieder erholen. Mhm. Und 2 Monate später sind die Kurse auf neuem Allzeithoch. Also man muss das immer sehr vorsichtig sehen. Wir sind gerade in fundamentaler Lage in einer sehr, sehr schwierigen, besonderen Situation mit dem Krieg in der Ukraine. Das ist alles dramatisch und das kann alles von heute auf morgen neue News hervorbringen, die Märkte nochmal so richtig einkrachen lassen. So, damit muss man realistisch umgehen. Nichtsdestotrotz sind die, wir haben da immer so eine Art Morgenroutine, wo wir uns ein sehr, sehr gutes, fundamentales Bild über die Lage an den Märkten machen können. Und die zeigt eigentlich mittlerweile schon, dass sich die Lage tendenziell eher wieder am Beruhigen ist, am Normalisieren ist. Und das ist grundsätzlich eigentlich große Faustregel, wenn die Panik am größten ist, dann ist eigentlich schon das Schlimmste überwunden. Und da an dem Punkt sind wir vermutlich gerade, natürlich immer unter Vorbehalt, dass jeden Tag die nächste Schreckensmeldung kommen kann in irgendeiner Form. Aber was man sicher sagen kann, die Weltwirtschaft ist nicht am Ende. Es wird sich, da bin ich mir ziemlich sicher, es wird sich alles... Es ging ja irgendwie immer weiter. Und es wird auch immer weitergehen. Also gerade was so sage ich mal, die Zahlen angehen, die allgemeine wirtschaftliche Lage, die Zahlen, die Unternehmen schreiben, die Wirtschaft schreibt, das sieht eigentlich alles gut aus. So. Ja. Das ist alles in vernünftigen Gefilden und dementsprechend ist das auch nur eine Frage der Zeit, bis sich das alles wieder beruhigen wird. Cool. Anders sieht es bei den Kryptos aus. Da muss man vorsichtig sein. Und das kann ich nicht oft genug betonen. Kryptos sind keine Aktien.
hinter Kryptowährungen und auch ich bin in Kryptos investiert, langfristig investiert, aber wirklich nur mit einem ganz kleinen Teil meines Kapitals, denn Kryptos sind ein Risikoinvestment. Wir haben keine langfristige Statistik für Kryptos, wie wir sie in den Aktienmärkten haben. Das ist ein relativ junges Produkt und hinter den Kryptos steckt auch nach wie vor erstmal grundsätzlich nur eine Idee. Das ist eine spannende Idee, das ist eine gute Idee und ich bin mir sicher, Kryptos werden eine große Rolle spielen in Zukunft. Jetzt im Moment, ob es dann der Bitcoin sein wird, ob es dann Ether sein wird oder Ripple oder sonst was, das weiß keiner. So, und dementsprechend ist man gut beraten, wenn man wirklich einen kleinen Teil seines zur Investition zur Verfügung stehenden Kapitals in Kryptos investiert. Auf jeden Fall, gutes Investment. Aber es darf nicht wehtun, wenn es dann... Aber es darf halt nicht wehtun, wenn es jetzt einfach mal 80% einbricht, wie es jetzt gerade der Fall ist. Und ich sag mal, kein solides, sicheres Investment bricht einfach mal 80% ein. So, das wirst du in den Aktienmärkten, da lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, das wird in den Aktienmärkten nicht passieren. So, es sei denn, und wenn es passiert, dann haben wir ganz andere Probleme. So, dann müssen wir nicht mehr über irgendwelches Geld sprechen. Wahrscheinlich. So, insofern, also, ich sehe das alles relativ entspannt. Tatsächlich. Cool. Letzte Frage. Wenn ich jetzt mich dazu entscheide, ich möchte gerne ein Online-Business gründen, ich möchte gerne in irgendeiner Form einen Online-Shop vielleicht gründen oder meine Dienstleistungen online anbieten, was sind so die allerersten Schritte, die ich beachten muss, außer sich bei Elopage ein Konto zu machen? 100% bei Elopage ein Konto machen, das ist das A und O, dann ist auch alles geregelt. Wichtig ist, dass man keine Angst hat. Ich glaube, die Leute planen sich zu Tode, recherchieren zu lang, schreiben tagelang, wochenlang AGB-Schriftstückchen oder recherchieren sich zu Tode, um einen Anwalt zu besorgen, mit dem man dann ein Impressum schreibt und so weiter und so fort. Wichtig ist erstmal, dass man weiß, für alles gibt es im Internet eine Lösung. Mhm. Und wenn ich zum Beispiel meine Rechtshexe haben möchte, dann bekomme ich sie auch von einem Anbieter. Mhm. Wenn ich eine Plattform suche, dann gibt es sicherlich auch die Plattform für fast jeden Bedarf. Mhm. Erstmal mit diesen Grundkenntnissen reingehen und dann einfach nur testen, testen, testen. Das ist das Allerwichtigste. Und nochmal zu Beginn den Value-Chain-Ansatz, also die Wertschöpfungskette. Ja. Dass ich etwas erstelle, dass ich etwas verkaufe, dass ich etwas ausliefern muss, ist genauso wie wenn ich auch ein Ladenlokal betreibe, dann habe ich eine Produktion, dann bekomme ich die Ware, dann muss ich diese Ware verkaufen und dann muss ich sie verpacken, entweder versenden oder eben dem Kunden übergeben. Und man sollte sich von Anfang an für diesen gesamten Prozess interessieren, aber nicht unbedingt perfektionieren. Hm. Hauptsache einmal diesen gesamten Prozess durchlaufen, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, hey, wie läuft das Ganze eigentlich ab? Ansonsten ist das alles vor allem am Anfang eher ja, harmlos und man kommt auch nicht sofort in den Knast, wenn man dann einen Verkauf erzielt hat von 20 Euro und nicht die perfekte Rechnung erstellt hat. Das ist auch nicht so schlimm. All das kann auch korrigiert werden. Und wichtig ist einfach, mit der Zeit zu gehen, mit der Zeit mitzugehen und sich anzupassen. Ich glaube, wenn man das hat, dann sind all diese kleinen Faktoren nicht so wirklich wichtig. Tolga, ich danke dir, dass du heute bei uns Gast im Podcast warst. Danke, dass du uns an deinen Erfahrungen und dein Wissen hast teilnehmen lassen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall super viel Erfolg, natürlich auch in unserem Interesse. Denn ja, bitte. Ihr müsst ganz viel Erfolg haben. Richtig, dann geht es auch euch an. Nein, war auf jeden Fall super spannend, das mal zu hören. Also, wenn ihr da draußen Interesse habt an einem Online-Shop oder an einem Online-Business, dann geht das Ganze mit ein bisschen Verstand an. Überlegt euch, was braucht die Welt da draußen und vor allem, was könnt ihr? Was könnt ihr der Welt bieten? Und ich denke mal, dann ist das auf jeden Fall eine sehr solide Grundlage, auf der man das Ganze aufbauen kann. Wir gehen in die kleine Sommerpause. Wir hören uns auf jeden Fall in 6 Wochen wieder. Da startet unsere 4. Staffel. Erstmal euch allen eine schöne Woche noch, eine schöne Sommerzeit. Genießt sie, geht baden. Ja, und dann würde ich sagen, hören wir uns frisch in 6 Wochen wieder. Macht's gut. Ciao. Vielen, vielen Dank. Dankeschön und bis bald. 4. Dank fürs Zuhören. Schickt uns eure Fragen und Anregungen gerne per E-Mail oder per WhatsApp. Bis zum nächsten Mal.